würde gerne Dirigenten verstehen. Wäre cool, wenn man das als Thema mal machen könnte. Ja, da gucke ich auch zu. Ja. Da würdest du auch zu gucken. Ja. Das sind so die Rituale. Der Dirigent kommt, alle stehen auf. Er verbeugt sich. Und jetzt geht's los. Ein Dirigent ist nicht quasi einfach nur ein sehr teures menschliches Metronom. Nein. Nee, sehr viel mehr. Ja. Also ich habe die ganze Zeit ein Auge auf den Dirigenten und ein Auge auf meine Noten. Ich achte eigentlich ständig auf den Dirigenten. Schwer einzuschätzen, was dessen Arbeit wirklich ausmacht. Man sieht ja so, man sieht diese Bewegungen, von denen ich überhaupt nicht weiß, was sie tun. Und am Ende verneigen sie sich und man denkt sich so, was hat er überhaupt gemacht? Also auf alle Fälle kann ein Orchester das ohne einen Dirigenten machen. Letztlich allerdings wäre das nicht ohne Dirigent. Es wäre einfach anders dirigiert. Wir leben zwar in einer demokratischen Welt, aber so ein Orchester ist eine Hierarchie. Ja? Also der oberste Chef oder die oberste Chefin ist natürlich der Dirigent, aber innerhalb des Orchesters ist es der Konzertmeister oder die Konzertmeisterin. Die Konzertmeisterin dirigiert häufig, auch selbst wenn ich dirigiere. Sonst ist die Hierarchie so, dass der Dirigent eigentlich bestimmt oder mehr oder weniger angibt, was, wie die Stücke interpretiert werden und die Musiker auch Spielraum haben da drin. Es ist eine gemeinsame Arbeit und ich versuche, wenn ich da bin, das ein bisschen zu entschweren, aber es ging es sicherlich auch ohne mich. Letztlich ist es ein Teamarbeit, was wir machen und ich denke an das Team und wie wir am besten uns als Ziel realisieren.